Seehunde im Oranke-See im Osten von Berlin. An diesem ersten Weihnachtsfeiertag konnte man sie wieder sehen. Mitglieder des Winterbadevereins Berliner Seehunde. Das Wasser hatte 4 Grad. Dies sind trainierte Winterbader. Sie treffen sich ab September jeden Sonntagmorgen im Wasser. Das ist eine relativ alte Tradition eigentlich. Die hat ihre Basis noch in DDR-Zeiten. Ja, so. Und deshalb findet man auch die meisten Winterbad- oder Eisbadevereine auch immer noch im Osten der Republik. Und die erkennt man auch daran, dass sie meistens Seehunde oder Eisbären heißen. Die Winterbader bleiben zwischen wenigen Sekunden bis zu 5 Minuten in dem eiskalten Wasser des Oranke-Sees. Warum? Ja, vor allen Dingen natürlich, weil ich davon überzeugt bin, dass es für mein Immunsystem sehr gut ist und weil es mich mental auch stärkt. Ja. Die Luft hatte 6 Grad Celsius. So mancher Winterbader beklagte sich, es sei zu warm.